So, bevor wir anfangen heute mit lustigen Videos, mit hahaha, hihi, ne, geht es erstmal los mit dem ernsten Thema von gestern. Es ist schon ein ernstes Thema, es sind Gebäude hier bestätigt worden. Es ist, glaube ich, niemand verletzt worden, so wie ich es aus den News herausgelesen habe. Aber es ist tatsächlich das stärkste Erdbeben seit 250 Jahren, seit Aufzeichnungen der Erdbeben auf Madeira. Gestern hat es stattgefunden. Es war eine 5,5 oder 6,2 oder irgendwas auf der Richterskala. Und Fritz Meinecke hat es gut zusammengefasst. Der hat nämlich das auf seinem Livestream-Account hat er die Livestreams von die Erdbebenreaktion von mir, von Skurrus und von sich selber zusammengefasst. Da schauen wir jetzt mal rein und gucken nochmal für die Leute, die es gestern verpasst haben, ist gestern während des Gaming-Streams passiert. Also hier seht ihr, ich habe hier WoW gespielt. Wir haben uns nichts Böses dabei gedacht. Auf einmal ging es los, Leute. In den Augen. Es war einfach. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Erdbeben! Erdbeben! Ja, das war krass gestern auf jeden Fall. Ich hatte einen kleinen Schockmoment, weil es war so ein heftiges Erdbeben. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe so ein heftiges Erdbeben noch nie erlebt. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Hier ist nichts von der Decke gebrochen oder irgendwas. Aber in dem Moment, wo es auf einmal alles angefangen hat zu wackeln, ich sag's euch, wie es ist, ich wusste gar nicht genau, was abgeht. Weil Madeira ist eigentlich kein, nicht dafür bekannt, dass da eben starke Erdbeben stattfinden. Und das war auch nicht auf meiner, das war überhaupt nicht in meinem Kopf so. Ja, und wie gesagt, es ist das stärkste Erdbeben seit 250 Jahren. Es könnte noch sein, dass es in den nächsten Tagen noch ein Nachbeben kommt. Das ist nicht auszuschließen. Aber ich denke mal, die nächsten 250 Jahre werden wir jetzt wieder Ruhe haben. Es war krass auf jeden Fall, wie alles gewackelt hat. Und wenn ihr hört, wie es so knirscht, weil diese Wände so sich so bewegen. Hört mal. Krass, oder? Das war wirklich, da merkt man, wie stark die Natur doch ist. So, dann wohnen ja noch andere Leute hier auf der Insel. Und zwar der liebe Skurrus und Orange Mange. Der Orange Mange ist der Mitbewohner von Skurrus. Also, sie haben eine WG zusammen. Und er hat gerade in dem Moment, wo ich WoW gespielt habe, hat er GTA gespielt. Und bei ihm ist es auch natürlich logischerweise passiert. Er wohnt ja hier in der Nähe. Ich hab Angst, Digga. Ich hab voll Angst. Ohne Scheiß, Digga. Was ist das denn, Alter? Krass, er war auch erstmal komplett mit der Situation überfordert. Oh mein Gott, Bibi! Bibi! Ey, Theo, Digga! Und das ist der andere aus der WG, also der Theo. Die wohnen zusammen. Hier wackelt alles, ich schwör auf mein Leben. Oh mein Gott. Kevin! Was für ein lustiger Zufall, dass diese Leute, also ich und die beiden, alle zur gleichen Zeit auch noch live waren und das Erdbeben im Livestream eingefangen haben. Und wie alle so richtig geschockt waren. Crazy. Kevin, raus! Raus hier, was ist hier los? Ein fucking Erdbeben. No joke. Ich komme nicht drauf klar. Aber hier ist alles, alles geht weiter, alles normal. Das ganze fucking Gebäude hat sich gerade bewegt. Und nicht, ich rede nicht von bis hin auf Zitteralt, 2-3 Zentimeter. Das Ding ist locker 10-15 Zentimeter, wie so auf so einer riesen Rüttelplatte. Bam, bam, bam. Vor zurück, Leute. WTF, dein Ernstwurz. Guck nach, ich habe es gerade immer in Insta-Story gepostet. Wir hatten gerade einfach ein Erdbeben hier auf Madeira. Vor, keine Ahnung, um 20:58 Uhr, ich weiß nicht, wie spät wir haben. Eine Stunde länger ist ja in Deutschland, also eine Stunde später. Also quasi nach deutscher Zeit um 21:58 Uhr hatten wir gerade ein Erdbeben, Stufe 6.2. Ich habe keine Ahnung, ob 6.2 viel ist. Ja, also es ist, glaube ich, dann nochmal berichtigt worden auf 5,5. Aber alles über 5, glaube ich, alles über Stärke 5 ist schon ist schon ein starkes Erdbeben. Und das kann Schäden anrichten in der Stadt und so. So wie ich es gestern mitbekommen habe, ist das höchste jemals gemessene Erdbeben 9,5 gewesen. Und es gibt maximal sozusagen 10, also es ist eine Skala von 1 bis 10 und 6,2 ist dann schon im oberen Mittelfeld so, aber es war ein sehr kurzes Erdbeben und ja, es ist zum Glück nichts passiert, aber es war trotzdem ein kleiner Schockmoment, muss man einfach sagen. Ich habe gerade nochmal nachgegoogelt und ich habe auch diese eine Seite, da diese offizielle Seite gefunden, die ich in meiner Insta-Story gepostet habe, wo komplett drin stand, wo das war, welche Koordinaten und welche Uhrzeit mit Messung 6.2. Nee, ist alles gut. Ich gucke mich die ganze Zeit um hier irgendwie. Ich sehe ein Blaulicht, habe ich hier langfahren sehen. Ich sehe jetzt, ich höre keine Sirenen, alles gut. Ich sehe
Aber ohne Scheiß, ich bin hier gerade auf diesem, seht ihr das hier? Ich bin auf dem Dach von so einem Hotel, weil ich hier gerade ein paar andere Leute besucht habe. Und wir sitzen einfach, ich trinke hier mein Wässerchen und plötzlich das komplette Gebäude vor und zurück, richtig so. Also wir hatten erst, dachten wir, dass, weil wir im Hafen sind, dass ein Schiff quasi gegen das Gebäude irgendwie gefahren ist. Aber das crazy, crazy, crazy. Krass. Wie, und Tanzverbot, das Allerlustigste ist, ich zeig's euch nochmal an der Sprachnachricht, ich habe Tanzverbot direkt gefragt, ob es ihm gut geht und alles. Ich habe meiner Family geschrieben und so. Und Tanzverbot hat es gar nicht mitbekommen. Alle waren so schockiert, aber Tanzi war gerade irgendwo auf einem Parkhaus und hat es einfach nicht mitbekommen. Scheinbar war er an einem Ort, wo es für ihn sich angefühlt hat wie Luft oder Wind. Ich habe ihn nämlich gefragt. Hey Tanzi, hast du das mit Erdbeben gerade mitbekommen? Wie geht's dir? Alles okay bei dir? Und er hat geschrieben, er hat geantwortet. Alter, ich stehe, war das jetzt wirklich gerade ein Erdbeben gewesen? Ich schwöre dir, ich stehe hier am Parkplatz auf dem Dach drauf und ich dachte, hey, what the fuck? Ich dachte, das ist der Wind oder das wackelt einfach so, als ob das gerade ein Erdbeben war. Alter. Er dachte einfach, es wäre der Wind. Man kennt es, der Wind. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man wirklich draußen irgendwo ist, es ist hier oft sehr starker Wind, dass man das wirklich für Wind halten kann. Wenn du in der Wohnung gewesen bist, hast du auf jeden Fall gemerkt, dass es ein Erdbeben war. Das war crazy, crazy. Checkt mal Fritz' Livestream-Kanal aus, da findet ihr immer kleine Clips. Er ist noch eine Weile auf Madeira, auch zu seinem Baumhaus und so. Es war verrückt. Es gab auch so News-Seiten, die darüber berichtet haben. Hier, 5,2 wurde es dann, wurde vermutet 6,2, jetzt steht hier 5,2. Und schaut mal hier an den blauen Punkt, bin ich, ne? Und hier ist das Erdbeben gewesen, im Wasser. Also es war wirklich direkt in der Nähe von der Insel. Es war quasi in unmittelbarer Nähe. Gibt es ganz viele Nachrichten. Hier T-Online, Erdbeben der Stärke 5,1. Okay, dann ist jetzt 5,1. Portugal, Erdbeben der Stärke 5,1, erschüttert Madeira. Erdbeben, Stärke 5,1, bla bla bla. Richtig, richtig lustig, dass auf den deutschen Newsseiten wie T-Online oder Focus, dass da einfach was zu Madeira steht. Also, jetzt mal Real Rap. Es war ja kein Erdbeben bei dem jemand richtig ums Leben oder um Schaden gekommen ist. Ich finde es erstaunlich, dass überhaupt deutsche Newsseiten über sowas berichten. Ja, gut, das zum Thema Erdbeben. Es geht allen gut, niemandem ist was passiert, den ich kenne, und auch hier generell den Leuten nicht. Es wurden ein paar Gebäude beschädigt, aber es ist alles im grünen Bereich. Also alles entspannt. Aber es haben sehr viele Leute gefragt, wie geht's dir? Also mich haben so viele Leute, obwohl ich live war, haben die Leute nicht mitbekommen, dass nichts passiert war. Und mich haben so viele Leute über Twitter, Instagram und so angeschrieben, hey, ich habe in den Nachrichten gesehen oder irgendwo auf News, es war ein Erdbeben, geht's dir gut und so, aber alles ist gut. Ne? Ich muss sagen, als ich heute Morgen aufgewacht bin und ich habe so den Wind am Fenster wackeln gehört, dachte ich erst, ist das ein Erdbeben? Alter. Ich war so noch so ein bisschen in diesem Modus. Du hast das Gefühl, du hast keine Kontrolle und das ist immer ein beängstigendes Gefühl.